Guten Morgen, es ist wieder mal 7 Uhr hier und ich gehe jetzt ins Wasser. Wie ihr seht, der Himmel ist bewölkt, die Luft draußen ist etwas wärmer, es hat heute Nacht geregnet. Und ja, noch ein kleines Zwischenfazit. Ich habe mir mal meinen Ruhepuls angeguckt und seitdem ich kalt dusche und hier ins Wasser gehe, entwickelt er sich langsam und stetig nach unten. Ich bin mal gespannt, wie weit diese Entwicklung noch anhält. Jetzt verschwinde ich im Wasser und ich nehme euch gleich mal mit rein. Alles klar, bis gleich. Ciao. So, ich nehme euch mal mit ins Wasser. Ich gehe jetzt so langsam hin, muss aber feststellen, die Ebbe hat sich ein bisschen verändert, was ja auch in der Natur der Sache liegt. Und ich muss jetzt weiter erstmal durch kaltes Wasser gehen. Das war die letzten Tage noch nicht so der Fall. Oh, ihr hört, es ist frisch an den Füßen. Jetzt rein und nehme euch mit. Die ersten 15 bis 30 Sekunden müsst ihr mit meinem Gestöhn und Geschnaufe leben. Das ist die Überwindung. Übrigens habe ich gerade meinen kleinen Freund, die Robbe, wieder gesehen. Ich habe also tatsächlich lebende Zeugen für das, was ich hier tue. Ach ja, ich hasse Wellen. So, Robby guckt. Da, der kleine schwarze Punkt. Habt ihr ihn gesehen? Seht ihr ihn in der Mitte des Bildes? Das ist die kleine Robbe, die jetzt zuguckt. Weiter geht's mit meinem Gejammer. Ich habe mal zwischendurch auf die Robbe umgeschaltet. Wasser geht jetzt so bis zur Hüfte. Und jetzt kommt der Moment, wo es kalt wird mit dem Oberkörper aller rein. Und jetzt der Moment der Überwindung. Noch ein kleines bisschen rein. Robbe kommt immer näher. Bin mal gespannt, wie nah die Robbe kommt. Die Scheiße ist, ich darf jetzt 9 Minuten nicht hier raus. 8. Es ist so kalt. So, aber jetzt passiert nichts Spannendes mehr. Der erste Moment ist der schockierendste und jetzt ist Schluss. Wie der weiße Hai. Ich gehe mal näher ran, mal gucken, wie weit ich komme. An der Tiefe geht nicht. Ich brauche die Kamera noch. So, gleich ist die Zeit um. Füße werden richtig kalt. Und ja, die Robbe, die kommt irgendwie nicht näher. Die traut sich nicht richtig, aber kann ich auch verstehen. Er will schon was mit so komischen Menschen zu tun haben. Aber sie bleibt die ganze Zeit hier und guckt immer ganz interessiert, was hier wohl passiert. So, der ganze Körper kribbelt. Kopf habe ich heute nicht unter Wasser, wegen der Kamera. Die brauche ich noch ein bisschen. Und ich weiß jetzt, woher Hummer so rot sind. Das ist mit der Kälte und meiner Haut zu erklären später, wenn ich wieder rauskomme. Dann sehe ich genauso aus. Da ist Robby wieder weit weg. Und ist interessiert und guckt, was ich tue, aber hält immer genau den gleichen Abstand. Aber es ist schön zu wissen, dass sie da ist. Wahrscheinlich geht die zwischendurch immer mal einen Fisch snacken, während ich hier rumsitze und friere. Wobei, frieren tue ich gar nicht mehr. Das ist da so falsch. Na, ich gucke mich mal einmal um, damit ihr mal so ein bisschen den Eindruck vom Ganzen kriegt. So sieht's jetzt aus. Und gleich müsste meine Uhr anfangen zu pingen, dann ist die Zeit um. Ich drehe mich mal wieder um, damit ich sehe, ob Robbe näher kommt. Und dann werde ich mich auch gleich nach draußen davon machen und einen Kaffee trinken. Falls wir uns nicht mehr sehen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss. Ja, hi, da bin ich nochmal, melde mich nochmal kurz bei euch. Ja, ich muss sagen, ich habe mir jetzt, weiß nicht, das ist jetzt Tag 5. Ich merke, dass mir nicht mehr ganz so kalt ist. Also diese innere Kälte ist nicht mehr so da. Euphorie stellt sich immer noch nicht bei mir ein. Aber ich muss sagen, ich genieße es, alleine am Strand zu sein. Das Meer,
die Wolken, ich weiß nicht, das Ganze drumherum, das hier ist einfach mein Seelenort. Okay, ciao, macht's gut.